Dass Billig-Airlines am Komfort sparen, um ihre teilweise unglaublichen Preise zu erreichen, das sollte bekannt sein, doch offenbar gibt es Fälle, in denen Piloten auch am Sprit geizen bzw. geizen müssen, weil die Airline das forciert. Das hat mir Julia November verraten, unter Pseudonym. Sie war jahrelang Pilotin bei einer Billig-Airline, will aber nicht verraten, um welche es sich handelt. Dabei hat sie die Auswirkungen von knappen Spritkalkulationen am eigenen Leib erleben müssen. Ein Sprit kostet Geld und die Airlines versuchen natürlich durch motivierende Briefe oder durch motivierende Ansprachen die Piloten dahin zu bewegen, dass sie eben genau den Sprit mitnehmen, der auf dem Flugplan vorgesehen ist und nicht noch für Eventualität XY noch extra Sprit mitnehmen, weil das ist ja einfach eventuell Benzin, was man gar nicht braucht. Und das kostet ja zusätzlich einfach Geld beim Tanken. Und wenn man das nicht mitnimmt, dann ist man in Augen der Airline einfach effizienter und besser dran. Und das war bei meiner ehemaligen Firma auch so. Die haben dann geschaut, wie der Durchschnittsverbrauch ist pro Strecke. Und derjenige, der dann am wenigsten eingeflogen hat, der wurde dann positiv erwähnt. Und die Leute, die sich in den unteren 20% befanden, die haben dann auch Post bekommen vom Management und die haben dann gesagt bekommen, sie müssten mal in ihrem Spritkonsum arbeiten. Das ist dann einfach ein bisschen bescheuert oder einfach schade, weil das führt dann einfach zu unnötigem Stress, wenn man das macht. Also wenn man mit genauso viel Sprit mit an Bord befindlich losfliegt, wie auf dem Flugplan steht und es kommt eben was Unvorhergesehenes, wie jetzt doch eine Wetterfront, die nicht im Wetterbericht vorhergesehen war, dann kann das eben schon mal sein, dass dann alle Flugzeuge, die eben zu der Destination wollen, ausweichen müssen. Und dann gehen einem die Optionen vielleicht aus. Und dann muss man eben schauen. Und die Flugzeuge, die dann mehr Sprit mit an Bord haben, haben natürlich mehr Flexibilität getankt automatisch. Und wir hatten das mal, dass wir die Situation hatten, dass eben unvorhergesehen ein Gewitter reinzog und der Flughafen war dann gesperrt für länger. Und wir hatten eben nur die vorhergesehene Spritmenge mit, weil es auch nicht angekündigt war. Und dann waren die Ausweichflughäfen schon mit ausweichenden anderen Flugzeugen besetzt und dann musste man eben schauen, wo man dann hingeht. Und? Ist dann gut gegangen, aber das ist dann schon stressig einfach für 20 Minuten. Ich glaube aber, dass es in Europa so viele Flughäfen gibt, dass es immer irgendwie eine Lösung gibt. Wir wollten die Aussagen von Julia November nicht einfach unkommentiert stehen lassen und haben deshalb drei bekannte Low-Cost-Airlines darum gebeten, sich zu diesen Vorwürfen zu äußern. Ein Sprecher von Air Berlin sagte gegenüber Focus Online, wir bieten jedem Piloten vor dem Start eine detaillierte Beratung über die Wettersituation und eine Optimierung der Flugeffizienz. Der Pilot hat dann die freie Entscheidung darüber, wie viel Kerosin er mit an Bord nimmt. Es werden keine Bestenlisten geführt und die Kerosineffizienz der Piloten wird nicht von uns beurteilt. Germanwings dementierte ebenfalls. Bei Germanwings bestimmt der Pilot, wie viel er tankt. Er hat auch bei dem Tankprozess und bei der Berechnung der zu tankenden Spritmenge das letzte Wort. Er muss weder eine Begründung abgeben, wie viel er tankt, noch sich in irgendeiner Weise rechtfertigen. Wir geben auch nicht vor, dass er nur das Kerosin laut Flugplan tanken darf, sondern wir bestärken ihn darin, selbst zu entscheiden, wie viel an extra Sprit er benötigt. Branchenriese Ryanair gab folgendes Statement ab. Ryanair kommentiert keine Gerüchte und Spekulationen. Trotzdem möchten wir darauf hinweisen, dass die besagten Praktiken bezüglich Sprit nicht in Verbindung mit Ryanair stehen und dass Ryanair sich an alle gesetzlichen Vorgaben hält.